Hallo, ich bin der Philipp von Session Music und ich möchte euch heute das YDP C71PE von Yamaha vorstellen. Wir haben gerade schon den ersten Flügelklang gehört. Das Ganze ist eine Aufnahme von einem Yamaha-Flügel und da wird jeder einzelne Ton aufgenommen und das Ganze in drei Lautstärkestufen in diesem Fall. Das bedeutet, wenn ich hier einen Ton spiele, kommt es auf die Anschlagstärke drauf an, welche dieser drei Aufnahmen abgespielt wird. Je lauter ich spiele, je mehr Obertöne kommen hinzu, das heißt, der Klang wird heller und auch ein klein wenig härter. Ja, dann möchte ich euch ein klein wenig das Bedienelement näher bringen. Wir haben hier an der Seite die ganzen Einstellungsmöglichkeiten, die es gibt. Zum einen die Demo-Songs. Das zweite sind dann die ganzen Klänge, die wir hier, indem wir die Taste drücken und dann mit Plus und Minus durch die einzelnen Klänge durchgehen können. Wir haben eine Record-Funktion, die mit zwei Spuren funktioniert. Das heißt, wir können über die R- und L-Tasten linke und rechte Hand aufnehmen oder indem wir einfach zweimal etwas aufnehmen nacheinander. Ja, der zweite Flügelklang, den möchte ich euch auch noch kurz zeigen. Das Ganze funktioniert wie gesagt, indem ich erstmal die Piano-Taste drücke und jetzt über Plus einfach zum nächsten Klang gehe oder über die Direktanwahl, die funktioniert so, dass ich die Taste gedrückt halte und den entsprechenden Ton auf der Tastatur drücke, in dem Fall das Cis. Der nächste Klang ist dann das E-Piano. Dann haben wir noch einen zweiten E-Piano-Klang mit drinne. Ja, und ansonsten noch Cembalo mit Abrisseffekt. Das heißt, wenn wir hier mal unsere Töne gespielt haben und ich lasse die Tasten los, hören wir auch wirklich, wie der Ton abreißt. Dann haben wir noch ein zweites Cembalo, wo noch die Oktaven dazu kommen. Der nächste Klang ist dann auch der Glockenklang. Dann haben wir ja eine Kirchenorgel. Einen zweiten Kirchenorgelklang. Und als letztes kommen noch ein paar Streicher. Man hat auch gerade eben schon gemerkt, dass sie relativ langsam im Attack sind. Das heißt, sie eignen sich gut, um sie vielleicht auch mal mit dem Klavier zu kombinieren.
Das funktioniert auch, indem wir die Direktanwahlfunktion nutzen, indem ich wieder die Piano-Taste gedrückt halte und nun den Klavierklang und die Streicher gleichzeitig auf der Tastatur drücke. Ja, ansonsten gibt es noch eine Metronomfunktion, indem wir einfach nur die Metronomtaste drücken. Dann können wir auch über Plus und Minus schon die Geschwindigkeit ändern. Und über die Tastatur, indem wir die Metronomtaste gedrückt halten, können wir dann auch wieder die Taktarten ändern. So viel von meiner Seite aus. Ich hoffe, ihr konntet ein wenig für euch mitnehmen, ein paar Informationen daraus gewinnen. Und ich hoffe, wir können euch bald bei Session Music begrüßen.